Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Castle. Ich hätte echt Lust, ein bisschen so ein Let's Play dazu zu machen. Wenn es euch gefällt, also bisher recht positiv gewesen, das Feedback drauf. Und ja, mir wird es einfach Spaß machen, das Ganze zu machen. Kurzer Einschub. Ja, wegen Minecraft in the Sea. Ich habe da jetzt tatsächlich wieder ein Problem. Ja, ich weiß, es hört sich so an, wie wenn ich einfach keinen Bock drauf hätte, aber ich habe tatsächlich wieder ein Problem. Ich schilder euch das Ganze mal. Ich werde jetzt hier einen Cut setzen, werde ein Video einspielen. Und da seht ihr das Ganze, was genau das Problem ist. So, jetzt seht ihr hier, ich habe den Minecraft Launcher mal offen in der See. Ich habe es sogar neu runtergeladen in der See. Ich starte jetzt einfach mal schnell im Hintergrund noch der Cursor Launcher offen. Ja, jetzt bin ich startet. Genau, er lädt ganz normal. Lädt durch bis ungefähr 5, also hier oben am Balken hat er dann 5. Und dann sagt er einfach, dass Java nicht mehr funktioniert. Ich habe in der See neu installiert. Ich habe Java neu installiert. Es sind jetzt keine Mods drin, es ist nicht mal ein Savegame drin. Es ist wirklich jetzt gar nichts drin. Und es funktioniert einfach nicht. Es stürzt immer wieder ab. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe das Problem auch gehabt mit dem normalen Minecraft. Allerdings war es da so, dass das mit meinem Aufnahmeprogramm nicht hingehauen hat. Hier ist es aber egal, selbst wenn ich mein Aufnahmeprogramm... Ja, genau, jetzt seht ihr es hier. Java funktioniert nicht mehr. Ja, und aufgrund des nicht richtig ausgeführt, aufgrund des Problems. Und ja, sie schließen jetzt das Programm und benachrichtigen mich, wenn sie eine Lösung finden. Natürlich. Ja, genau das ist mein Problem. Darum kann ich momentan irgendwie kein Indesie aufnehmen. Was ich echt gerne machen würde. Ich komme mir schon langsam echt blöd vor, weil ich alle Minecraft-Projekte nach 5 Folgen oder so abbreche, weil irgendwas nicht mehr funktioniert. Aber es ist doch tatsächlich so. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Also irgendwie Minecraft mag mich zurzeit irgendwie nicht. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, aber ich muss das jetzt erstmal ruhen lassen. Vielleicht mache ich später nochmal weiter, wenn es irgendwie, vielleicht gibt es ein Update vom Modpack. Vielleicht wird Java geupdatet. Irgendwo muss es ja dran liegen. Und ich hoffe dann einfach, dass es dann wieder richtig funktioniert. Tut mir wirklich leid, wie gesagt, und noch viel Spaß beim anderen Video. So, da seid ihr auch schon wieder. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze jetzt verstehen und seid mir nicht allzu böse, dass es jetzt anscheinend wieder nicht mehr funktioniert. Aber ja, was soll ich dazu so noch sagen? Ich würde sagen, wir starten hier aber direkt mal neu, also wirklich einen komplett neuen Spielstand. Ich habe das gerade schon mal gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das falsche Fenster ausgewählt habe mit der Aufnahme und ich dann nur ein Schwarzbild gehabt habe. Ich glaube, das ist nicht so geil. Darum starten wir jetzt hier direkt ein neues Spiel. Und wir sehen uns, beziehungsweise wir deleten den hier. Ja, ich will ihn deleten. Starten hier ein neues Spiel und dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem ich das Intro und so rausgeschnitten habe. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ich es in der Aufnahme gesagt habe oder in der vorherigen. Ich nehme das Ganze jetzt auch mit dem Controller auf. Also ich spiele mit dem Controller. Ich nehme es natürlich nicht mit dem Controller auf. Und dadurch geht das einfach viel schöner von der Hand. Genau, also wenn ihr euch das Spiel spielen wollt, holt euch auf jeden Fall einen Controller oder wenn ihr einen habt, steckt den an und spielt damit. Das funktioniert wesentlich besser. Und wir möchten natürlich durch, sonst würde ich das Spiel hier nicht spielen. So, und dann fangen wir auch gleich mal an. Hier haben wir schon unsere ersten Gegner. Ja, schmeiß dein Knochen woanders hin. So ist das schön. So. Den kann man eigentlich recht schön ausweichen. Wenn man weiß wie. Mal einmal schlagen lassen, dreimal draufhauen. Außer man schlägt daneben. Und da ist er auch schon down. So, jetzt haben wir die natürlich hier mit dem Fässern. Okay, die aktivieren die Fässer anscheinend nicht. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Das war nicht meine Absicht, aber okay. Naja, zumindest sind wir jetzt hier durch. Stirb! So, hier mal die erste Kiste aufmachen. Ein paar Äpfel drin. Dann können wir uns wieder voll heilen. Wird wahrscheinlich jetzt hier auch beim ersten Mal nicht so weit kommen. Liegt einfach daran, dass man ja, wie man im letzten Video vielleicht schon gesehen hat, dass man das Ganze ein bisschen skillen kann. Dementsprechend müssen wir erst 1, 2, 3, 4, 5, 18 Runs machen, bevor wir da wirklich powerful sind. Und man schaltet auch immer, wenn man einen Boss tötet, schaltet man neue Items frei, sowohl Rüstung als auch... Alter, ich muss mir auf den aufpassen. Als auch neue Gegenstände. Und die helfen einem natürlich auch wieder weiter. Die natürlich dann auch wieder stärker sind. Aber ein bisschen kommen wir schon. Der gibt hier 10 HP ab.
erhofft. Die Fledermäuse sind ein bisschen bescheuert, weil die auf einmal so loschargen. Also mach mal anscheinend auch nicht. Sterbt jetzt bitte. Zack, damit kann man auch die Feinde töten. Das ist eigentlich recht praktisch. Ja, wie viel kommen hier noch? Und da hinten ist ein Trommler. Der verstärkt die ganzen ein bisschen. So, diesmal bin ich dir ausgewichen. Pfeil- und Bogenschützen gleich mal umnichen. Oh. Jetzt chargt immer so auf einen zu, das ist verrückt. Das ist verrückt, der Typ. Jetzt sterbt doch endlich. Da gibt es eben auch Typen, die mit Bomben schmeißen. So wie der hier. Allerdings muss der auch immer wieder zurückgehen zu den Bomben. Und dementsprechend dauert das immer seine Zeit, bis er seine Bomben wieder schmeißt. Und kann auch seine eigenen Leute in die Luft sprengen. Was auch ganz praktisch ist. Wir werden jetzt einfach mal was versuchen. Ich lasse ihn jetzt gerade mal am Leben mit dem Bombenschmeißer. Weil ich versuchen möchte, da unten das aufzusprengen. Weiß nicht, ob es funktioniert so. Zack. Ja, wahrscheinlich nicht, weil er sein eigenes Ding sprengt. Aber wir testen es einfach mal. Komm. Schmeiß die Bombe auf mich. Dankeschön. Naja, natürlich reicht's nicht. Und jetzt hat er keine Bombe mehr. Wir haben natürlich auch nichts bei. Vielleicht ist hier eine Bombe drin? Nee. Also Bombe gibt's eh nicht, aber Dynamit. Wir snacken hier mal die Äpfel. Potion weiß man natürlich nicht, was sie für einen Effekt hat. Also man hat sie einmal in den Rhein schon getrunken. Dann weiß man das Ganze. Allerdings habe ich noch keine Potions getrunken, somit weiß ich das natürlich noch nicht. Hier chargt der Kleine wieder rum. Also wenn man das früh genug zieht, dann ist das echt kein Problem. Nein, ich wollte die volle aktivieren. Ja, alle getroffen. Perfekt. Die Fledermaus, wie gesagt, die kann echt nervig sein. Jetzt habe ich es eigentlich auch wieder zu spät gesehen, aber habe ihn Gott sei Dank durch den Schlag geblockt. Dass er mich nicht angegriffen hat. Und wirklich nervig am Anfang vor allen Dingen sind die Bogenschützen. Also waren zumindest für mich so. Weil die halt immer aus der Entfernung schießen und wenn man da nicht klarkommt drauf mit dem Ausweichen, dass das hier nicht so einfach ist, weil man kann keinen Jump machen oder so. Oh ja, die Magier sind auch verdammt nervig. Ich kann die Fledermaus hier zurechtweisen. Zack, die Magier. Vielleicht erwische ich sie. Perfekt. Dann sind die Magier schon mal tot. Und zumindest zwei. So kann man halt die ganze Umgebung auch ein bisschen benutzen. Und dadurch die Gegner wieder töten, was auch recht praktisch ist. Zack, komm her. Und... ich hoffe, wir schaffen es zum Boss, aber es sieht eigentlich noch sehr gut aus bisher. Komm, hier wieder ein bisschen. Ja, das war sehr dumm. Aber was soll's. Genau, der hier gibt plus 2 Critical Chance. Die Äpfel snacken wir gleich wieder weg. Den können wir mitnehmen. Das ist normal so ein... ich weiß gar nicht, ist das der Crystal, der dann so in der Luft steht? Wir werden es sehen. Früher oder später werden wir es sehen. Ich gehe jetzt hier mal nach unten und hoffe, wir kommen mal in den Special Raum. Natürlich nicht, wir kommen einfach wieder in den nächsten Kampfraum. Gibt's ja auch so Special Room. Ich weiß gar nicht, hat man die im ersten Teil gesehen? Hab echt keine Ahnung. Ich weiß echt nicht mehr, was ich gezeigt habe. Ich muss weg. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man hier im Angriff drin ist, kann man dann nicht mehr abbrechen. Und dementsprechend trifft er einen dann auch, wenn man Pech hat. Und also wie der nicht mehr abbrechen kann und die Richtung wechseln kann. Das ist wiederum gut. Aber... ich glaube, ihr merkt schon, dass wir hier deutlich besser durchkommen. Und wir sind wieder full life. Wir haben hier eine Banane, die nehmen wir mit. Keine Ahnung, was das macht. Oh, das macht Damage plus. Macht Schild plus, macht Leben plus. Das nehmen wir mit. Macht eigentlich denselben Angriff, mehr oder weniger. Das Amulett habe ich noch nie gehabt. Wir gehen jetzt hier mal rein. Habe ich im letzten auch gehabt. Und schauen mal, was es hier gibt. Hier gibt es direkt was. Ich habe im letzten haben wir... kostet ja 8 Gold. Ich glaube, wir hatten 10 oder 12 Gold. Also in der Aufnahme, die ich jetzt verworfen habe, weil ich vergessen habe, das richtige Fenster auszuwählen in OBS. Und da hatten wir 12 Gold und ich bin hier reingekommen und hier drin war dann ein Shop. Und ich habe natürlich 8 Gold ausgegeben, das heißt, ich habe mir nichts mehr kaufen müssen können. Plus 20 Critical Chance, wenn wir unsere HP unter 25% sinkt. Schauen wir mal, der gibt uns normale Waffen. Das heißt, ich werde... falls ich dir mir was kaufen kann. Mit 10. Schauen wir mal, was es für eine Waffe gibt. Okay, die ist scheiße. Okay, dann gehen wir wieder, weil du wirst wahrscheinlich auch mindestens 10 kosten.
Und darüber, das habe ich auch erst noch eine Zeit verstanden, okay, der kostet sogar 20, steht, was man bekommen kann. Also bei dem, denke ich mal, kann man alles bekommen. Und bei dem, das ist eben so ein Schmied, da kann man, glaube ich, nur so Waffen bekommen. Was eigentlich gar nicht schlecht ist, mir sind die Schmiede meistens lieber. Genau, und jetzt gehen wir hier mal weiter. Sind wir schon beim Boss? Oh, wir sind schon beim Boss. Oh, und den nervigen Boss. Wieder der kleine Troll. Ich glaube, den haben wir im ersten Mal schon gesehen. Das ist eher ein Goblin, kein Troll. Der im ersten Part genauso dämlich war. So, wir testen jetzt gleich mal hier das Amulett aus. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Jetzt eigentlich lesen können. Aber wir werden es jetzt gleich sehen. Ich hoffe, es macht etwas Gutes für uns. Okay, das macht einiges an Damage. Das hat auf jeden Fall was geholfen. Wir haben jetzt bloß relativ wenig. Sagt's mir. Ja, man muss unten. Das ist ein bisschen blöd. Aber dann gibt's eine Taktik. Genau, jetzt schaut's in die andere Richtung. Und jetzt könnten wir hingehen, wenn ich schnell genug wäre, bin ich natürlich wieder nicht. Aber wir haben jetzt auch vom Leben her kein Problem, wenn ich so weitermache, kriegen wir allerdings ein Problem. Jetzt schaut's der gleich wieder. Und man muss oben sein und dann nach unten ausweichen, so rum was. Oh, Alter. Ärger mich nicht. Aber wir schaffen ihn auf alle Fälle. Also er greift mich jetzt noch fünfmal an, aber jetzt ist er auf alle Fälle tot. Das war zwar jetzt nicht besonders gut, aber hier sehen wir jetzt neue Sachen freigeschaltet. Und da bekommen wir dann auch so eine heroische Kiste. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo was drin ist. Ich hätte auch mal meine Special Attack benutzen können, weil dann wird das Ding vorne mit Flammen voll und macht natürlich dementsprechend mehr Schaden. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir machen mal die Chest auf. Sehen wir uns gleich an, was wir da bekommen. Weil ich jetzt hier gar nicht mehr Schaden mache. Komisch. Naja, jetzt schauen wir mal. Also auf jeden Fall haben wir noch mal ein bisschen was zum Hochheilen. Das Essen nehmen wir auch mit. Die Rüstung plus 40, plus 1, plus 7. Ein bisschen langsamer sind wir allerdings dadurch. Ein bisschen ist gut gesagt. Einiges langsamer. Das ist ein neues Amulett und das war's dann auch schon. Ich nehme es trotzdem mit, weil es uns einfach viel hilft von der Ding her. Und jetzt sieht man hier die Überkarte. Das ist quasi der zweite Teil. Dritte, vierte, fünfte. Ich bin maximal bis zum dritten gekommen. Im dritten bin ich bisher immer gestorben. Also soweit war ich auch noch nicht. Ich habe noch nicht alles gesehen. Aber ist eigentlich recht interessant. Gut, und jetzt schauen wir mal. Okay, wir sind echt langsamer geworden. Ich habe auch das Gefühl, dass wir langsamer schlagen. Vielleicht hätte ich das doch nicht machen. Alter, wir sind wie langsam. Ich glaube, wir sind totgeweiht. Wir sind viel zu langsam. Wir sind viel zu langsam. Und wir machen viel zu wenig Schaden. Also ich glaube, wir sind. Werden das Ganze hier nicht überleben. Ja, genau. Bin natürlich in meine eigene Banane rein. So wie sich das gehört. Hier, jetzt mache ich Feuerschaden noch mit. Oder Explosionsschaden, keine Ahnung. Das ist eben der Skill für der Waffe. Und der ist halt schon recht gut. Macht auch recht viel Damage. So, hier die Dinger kann man ohne Probleme zahlen. Die sind wie die Kisten im ersten Level. Und das hier auch. Das ist alles kein Problem. Bei den Blumen muss man aufpassen, weil die so ein Gas absondern. Und die hier explodieren. Die Spinnen. Wie gesagt, die Blumen, die sondern, also wenn man sie zerschlägt, ein Gas ab. Mit dem Bogen und so ist das überhaupt kein Problem. Allerdings, wenn man halt keinen Bogen hat, dann ist es ein bisschen schlecht. Voll auf Angriff. Ach, da ist auch noch so ein Dicker. Lass mal alle anderen töten. Und dann den Dicken töten. Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir viel zu langsam sind. Dementsprechend hier gar nicht mehr ausweichen können. Ich nehme jetzt einfach mal das. Okay. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Ich muss jetzt ein bisschen taktisch spielen. Ich hoffe. Nein. Jetzt ist meine Steuerung vertauscht. Kann das wirklich wahr sein? Bitte töte ihn. Nein, er tötet ihn nicht. Oh, ich habe ihn getötet. Alter, war das knapp. Jetzt ist meine Steuerung auch wieder normal. Man sieht jetzt hier, habe ich das zerschossen, da bekommt man zwar was raus, aber wie gesagt, das ist eben sehr gefährlich. Aber wir sind anscheinend hier immer noch nicht durch. Und ich werde da wahrscheinlich auch immer nur einen Run aufnehmen, weil die teilweise sehr lange dauern.
Wir sind einfach viel zu langsam für die Jungs hier. Kann das höchstens so machen. Oh ja. Also es geht trotzdem noch mit Taktik, aber es ist deutlich schwieriger. Bitte geben mindestens ein Coin. Ja, danke. Ah, wir bekommen auf jeden Fall Leben. Das ist schon mal sehr gut. Ich muss es machen. Mir bleibt nichts über, weil sonst bin ich einfach viel zu langsam. Ich will mir zwar jetzt irgendwie auch nicht schneller. Aber eigentlich sollten wir schneller sein. Und bitte, bitte gib uns eine gescheite, gute Waffe. Kommt das Bayerische schon wieder durch. 20, ja, mache ich. Gib mir eine gute Waffe. Bitte, bitte, bitte. Ja, welche von meinen Lieblingswaffen. Kann man so richtig schön schnell schlagen. Okay, der Charge als Ding. Oh, und das ist auch noch die... Oh, verdammt. Der Skill ist eben, dass man den zu Bogen zusammenfügen kann oder eben auch nicht. Kann sie jetzt auch wieder auseinandernehmen, dann habe ich wieder Nahkampfschwerter. Und wenn ich nichts treffe, sollte ich die vielleicht auch wieder auseinandernehmen. Dann kann man hier eben in Nahkampf kämpfen und die sind so verdammt schnell. Das ist so schön, mit denen zu kämpfen. Das ist einfach ganz was anderes. Wow. Und ihr seht schon, so funktioniert das Ganze einfach viel besser. Ich hoffe jetzt einfach mal... Hallo, warum nimmst du denn nicht? Okay, ist kein Heiltrank. Oh, da ist auf jeden Fall was. Zum Heilen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt stärker sind vielleicht. Ach, wir schießen noch nebenbei. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ja, in die falsche Richtung vor allen Dingen. Dadurch verliert man zwar einen Skill. Dadurch, dass man das hier machen kann. Aber ich finde es halt echt praktisch. Wenn man halt was für die Ferne hat und was für die Nähe. Das hier ist wieder so ein Charge-Ding. Kein Charge-Ding. Aber wir kommen schon langsam wieder hoch mit dem Leben. Hoffen wir mal, dass hier noch irgendwo was drin ist. Den Händler, den kann ich eigentlich eh nicht brauchen. Ich freue ihn trotzdem mal. Vielleicht gibt es uns günstiger. Aber ich denke mal nicht. Ja, kann ich mir nicht leisten. Du musst auf deinen Waren sitzen bleiben. Ich befreie dich und du gibst mir nicht mal was. Frechheit. Und die Dinger, sie sind so nervig. Die sind echt krass. Sie treffen mich fast immer. Dann werde ich jetzt einfach mal was ausprobieren. Schieß doch nicht auf die Spinne. Der Spinne komme ich auch selbst, glaube ich. Na, schieß auf den. Ja, die sind so nervig, die wechseln einfach... Ja, und jetzt ist ja auch noch so ein blöder Wurm. Das ist so verrückt. Die Viecher sind so verrückt. Das könnte jetzt wieder eng werden. Okay, der Wurm ist tot. Die sollte ich eigentlich leicht schaffen. Also ich lasse mich natürlich auch noch vergiften. Also, was ist denn los hier? Nimm bitte den Apfel. Ach verdammt, da ist nochmal so ein Wurm. Also ich glaube, das war's jetzt. Ich vermute stark, dass das es war. Aber wie ich schon eben gesagt habe, ich nehme eben immerhin nur eine Run auf, weil der wahrscheinlich später dann lang genug dauert. Weiß nicht, da werde ich vielleicht auch mal das Ganze cutten. So, ich werde das Ganze jetzt mal versuchen so zu kriegen. So kann ich ihn vielleicht dann doch immer noch mal treffen, wenn er rauskommt. Und so kriegen wir ihn vielleicht. Hat sich wieder versteckt. Also ich schieße in die falsche Richtung, dann bekomme ich ihn nicht. Hallo, komm wieder raus. Das ist echt nervig, wenn ich so tief unten bin. Ich muss da irgendwie so in die Richtung laufen. Ah, perfekt. Fast dreimal getroffen. Nein, der kommt von einer anderen Richtung. Oh, jetzt sind wir fast tot. Das war's fast. Oh, er ist tot. Und er droppt uns nichts. Bitte lass dir irgendwo was zum Heilen drin sein. Das wird echt eine verdammt knappe Sache. Okay, die sollten wir leicht schaffen. Also die rennt wieder so komisch zackig. Aber dann machen wir die so fertig. Was haben wir jetzt noch? Spinnen. Schauen jetzt mal. Vielleicht doch sinnvoll, das Ganze mit dem Nahkampf zu lösen.
Oh, gleich zwei Critical rausgehauen. Ja gut, wir haben jetzt 25% mehr Crit. Oh nein, der muss uns noch einmal treffen, wir sind down. Nein, 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 nein. Stirb, stirb, stirb. Oh, Gott sei Dank, Alter. Bin ich grad gut. Die schießt. Ich glaube, wir gehen in den Nahkampf. Schieß, schieß, komm. Schieß dein Gift. Ja. Das ist noch nicht alles gewesen. Das gibt's doch nicht. Okay, eine kleine Spinne. Die sollte jetzt nicht so das Riesenproblem werden. Aber da ist noch was. Okay, das sind nur noch die. Oder ist es nochmal eine Spinne? Da können auch einfach nur zwei kleine rauskommen, die dann selbst irgendwann explodieren. Aber wir haben es durchgeschafft. Mit unserem wenigen Leben. Wir haben tatsächlich noch überlebt. Aber wir haben natürlich jetzt sehr schlechte Voraussetzungen für den Bosskampf, der demnächst ansteht. Okay. Irgendwas. Okay, eine Bombe noch. Ein Apfel, den nehmen wir auf alle Fälle. Das bringt nichts. Oh Mann, jetzt müssen wir mit 26 Leben weitergehen. Okay, der Boss kommt noch nicht. Ich mach das Ganze jetzt gerade mal mit Pfeil und Bogen. Alter, sind wir einfach ein bisschen agiler. Sofern wir treffen, aber wir treffen jetzt auch die kleine Spinne schon. Und hier auf. Nichts drin, verdammt. Ja, jetzt kommen verdammt viele. Nein, 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 nein. Wir kriegen einfach nichts zum Heilen. Wir kriegen nichts zum Heilen. Das ist einfach fatal. Schnell kann man das immer nicht aufheben. Ja. Ein Apfel bringt halt nicht viel, der bringt halt 10 Leben, das ist quasi gar nichts. Das sind so kleine Minen, die aktiviere ich meistens immer. Ja, komm hier, Spinne. Komm, komm. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder, ja genau, kommen wieder nur solche Spinnen raus. Okay, die sind tot. Ich möchte eigentlich nur hier drin was suchen. Damit ich da wieder irgendein Essen bekomme. Vielleicht auch mal eins, das ein bisschen mehr bringt. Momentan kämpfen wir sie noch locker durch. Okay, jetzt haben wir wieder ein Problem. Ja, wir haben es geschafft. Okay, ich bin gerade irgendwie sehr konzentriert. Und komme dadurch auch sehr gut durch, ohne Schaden zu nehmen. Nichts finden wir, nur Gold. Kombinier den mal, dass wir die kaputt machen können. Die explodieren nämlich dann so. Bringt uns jetzt gar nichts, wenn da nichts rausgekommen ist. Schieß, schieß, schieß. Komm. Schieß. Stirb. Der tot. Nächste Spinne. Auch tot. Aber wir kommen halt so auf keinen Fall gegen den Boss an. Wir müssen jetzt noch richtig was Schönes finden. Die würden uns nicht mehr machen, da würden wir dann so einen Kokor drin sein. Ja, und jetzt kommen wir so eine mickrige Kiste. Mit Geld. Super. Ja, achso, ich bin auf der Bananenschale ausgerutscht. Dachte gerade schon, hä, was ist jetzt los? So, und jetzt sollen wir gegen Boss kämpfen, oder was? Nee, noch nicht mal. Okay, ich muss das jetzt fast machen. Aber wenn er uns vielleicht nur einen Apfel für 20 gibt. Aber er gibt uns einen Trank. Und ich werf die Bombe. Bin ich denn völlig blöd? Wobei die nicht viel Schaden macht, also insofern. Oh ja. Regenerationstrank. Wir haben wieder eine kleine Chance. Wir haben zwar überhaupt nichts zum Heilen, was auch nicht gut ist. Aber wir haben auf jeden Fall wieder eine kleine Chance. Slimes kennt ihr vielleicht noch vom ersten Part, da haben wir gegen den Slime-Boss gekämpft und lächerlich versagt. Kann ich den eigentlich irgendwie wahrscheinlich sprengen?
Was kann ich mir das nicht vorstellen? Ach, der hat sogar den Skill. Der ist gar nicht unpraktisch. Vor allem gegen den einen Boss, gegen den ich bisher hier gekämpft habe. Zweimal gegen denselben gekämpft. Und wir haben wieder was zu essen, also wir sind jetzt fast wieder full life, das ist echt nicht schlecht. Gegen die Schleime hier ist es auch gar nicht schlecht mit dem Bogen. Gegen die große Spinne eigentlich auch nicht. Wenn ihr so früh noch nicht schießt. Perfekt. Zack. Gegen die kleine Spinne ist ein bisschen unpraktisch. Weil wenn man sie einmal erwischt, dann ist sie auch tot. Gleich haben wir es. Wir sehen auf jeden Fall den Boss noch. Das hoffe ich doch sehr stark. Okay, schießt zu hoch. Jetzt aber, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die ist giftig, weil die hat einen grünen Rücken. Die anderen haben einen weißen Rücken, die sind dann so... Ja, würden dich in so einen Kokon einspinnen. Alter, wie viele sind da noch? Hier sieht man es jetzt beide. Die ist grün, die ist giftig. Und die da oben, die ist weiß, die ist dementsprechend, will sie dich in den Kokon einspinnen und den habe ich irgendwie übersehen. Wow, ich habe den mit 3 Pfeilen getroffen. Oh, wir haben ihn wieder erlegt. Also irgendwie bin ich gerade echt gut drauf. Oder sind wir gerade gut drauf, sagen wir es so. So, hier machen wir die Kiste mal auf. Wir nehmen, dann sind wir voll. Wir haben jetzt sogar noch ein bisschen was zu heilen. Für den Boss. Schauen wir mal, wer uns erwartet. Okay, wieder die Pflanze. Also ich weiß nicht, ob hier generell immer die Pflanze kommt, aber die kommt auf jeden Fall sehr häufig. Die ist eigentlich relativ leicht. Also zumindest letztes Mal war die relativ leicht. Weil die heute irgendwie besonders viel Leben hat, habe ich das Gefühl. Nur ein bisschen aufpassen hier mit dem Teil, wie es schleudert und mit den Tentakeln, weil die relativ schnell tot sind. Also ich denke mal, die schaffen wir. Wow. Okay, jetzt sind da verdammt viele Blumen von. Ich habe letztens einfach wesentlich mehr Leben gehabt als dieses Mal. Das ist so ein bisschen ein Problem. Vor allem mit den Dingern jetzt hier. Den ganzen anderen Blumen. Ich muss die auf jeden Fall töten, sonst wären das einfach zu viele. Aber wir können uns noch heilen, also schaffen tun wir es auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Ich probiere jetzt was. Jetzt in den Nahkampf! Stier! Wahrscheinlich jetzt nicht so sinnvoll. Jetzt haben wir wieder einen Haufen Zeug freigeschaltet. Das habe ich noch nie benutzt, soweit habe ich im anderen dann nicht mehr gespielt. Kommen hier auf jeden Fall wieder viele, viele Level. Und wir bekommen auf jeden Fall wieder ein bisschen Leben. Dagger, die wir verbraucht haben, wieder zurück. Und das ist schlechter als unser Schwert. Das heißt, wir gehen einfach weiter. Wir sind jetzt sogar schon im dritten Gebiet. Und ich nehme schon 30 Minuten auf. Achso, ja, super toll. So, muss ich das vielleicht doch cutten, wahrscheinlich dann. Mal sehen. Je nachdem, wie lang es wird, wenn ich schneide. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr lange leben, so wie ich mich kenne. Bin ich hier noch immer gestorben. Fängt ja schon mal verdammt gut an. Der Typen hier. Vor allem so viele. Wenn die in den Panzer drin sind, kann man denen anscheinend weniger Schaden machen. Weil die schießen so unterschiedlich. Das ist eigentlich so ein bisschen das größte Problem. Die irgendwie nicht so wirklich einschätzen kann. Kommt wieder irgendwo ein... Das ist echt verdammt schwierig. Richtig einzuschätzen, vor allem wenn es so viele sind. Ah, hier kommt wieder einer von hinten. Das gibt's doch nicht.
Naja, ich glaube, da leben wir jetzt nicht mehr lange. Sie machen es auch nicht mit Absicht, weil ich gerade gesagt habe, dass der Part zu lang wird, aber die sind einfach zu krass. Vor allem, wenn das so viele sind. Aber die einfach nicht mehr einschätzen kann. So, jetzt haben wir nur noch einen. Dann sollten wir aber den erst noch schaffen. Stirb! So. Was haben wir hier drin? Kritik mehr. Nehmen wir mit. Das ist eigentlich derselbe Bogen, glaube ich. Okay, das ist wieder so ein Item. Hier kann man eigentlich fast alles zerschlagen, habe ich so das Gefühl. Dann werde ich hier gerade nochmal durchgehen. Da wird dann nochmal was finden können, was uns vielleicht weiterhilft. Machen jetzt eigentlich auch schon. Ja, wobei, Critical machen wir gut Damage. Aber ansonsten, ich habe da wirklich. Ja, ich komme doch noch nicht so ganz mit der Steuerung klar. Ich habe damals, glaube ich, schon 50 Schaden beim zweiten, also bei der Blume da gemacht. Oh Mann, Alter. Genau, bei dem bin ich auch gestorben, weil die auch alles schmeißen. Aber alle Richtungen, man kommt eigentlich gar nicht mehr klar, hier irgendwo sich zu wehren. Die einfach nur noch alles rumschmeißen. Was soll man hier noch machen? Würfel links und rechts und überall beschmissen. Und dann schlägt hier noch einer mit rein. Insofern ist das einfach total schwierig. Das ist unmöglich. Was, ich will wiederbelebt. Oh, ich glaube, das war ein Item von mir. Schauen wir mal, ob es mir mit dem Item und mir das wirklich was bringt. Bekomm Geld, super. Du kannst doch einfach nicht ausweichen, das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Die sterben auch einfach nicht. Also die weiß ich echt noch nicht so richtig, wie ich gegen die vorgehen soll. Die töten mich jedes Mal wieder. Aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir skillen jetzt noch kurz. Beziehungsweise sehen kurz noch, was wir skillen können. Ich glaube, das war vorher auch schon drin. Und hier kann ich jetzt skillen. Schalten erstmal alle drei frei. Und was ich eigentlich gut finde, ist das. Das wäre auch gut. Dann hat der jede Runde bessere Waffen. Und ein bisschen Geschwindigkeit ist, glaube ich, noch nicht schlecht. Und ich wollte eigentlich das noch kaufen, aber das können wir uns nicht mehr kaufen. Rest müssen wir hergeben. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!